Na komm schon. Bisschen Geduld müssen wir ein bisschen wieder aufbringen, aber wir können ja gleich die Siedler sage ich schon, die Bewohner noch aufstehen lassen. Gut, Karte. Karte. So. Die ganz untersten können auch aufsteigen, okay. Ein Haus, gut. Da haben wir aufgehört. Transferroute ineffizient. Ursache? Intellibör, war so klar. Flachs und Silizium war das, glaube ich, oder? Nein, Chips. Flachs ist kein Problem. Und Chips müssen wir die Route etwas anpassen. Viel dazu und jetzt hier. Gut. Die Supercomputer muss ich vielleicht auch mal runterschicken. Das wäre vielleicht auch eine Idee, ja. Verarbeite Oh Mann. Ach so, und wenn ich schon dabei bin. Wo sind die hier? Die habe ich schon gemacht. Okay, doch, Hauptsache. wird aktualisiert. Gut. Logistik schränkt sich langsam ziemlich ein. Oh, es wird ein Iridium. Yay, Iridium. Ich weiß schon, was ich heute Abend vom Einschlafen wieder spiele oder heute Nacht vom Einschlafen. Ich werde die ganze Iridium-Galaxie hier erfahren und dann ist das Letzte, was ich tue. Sorry, genau, Bevölkerung aufbauen, ausbauen. Hier waren wir. Fehlende Waren. Augmentierungen sind im Minus, yay! Augmentierungen da. Gut, dass wir da noch so viel auf Reserve haben. Objektprofil wird aktualisiert. Aber das Titan müssten wir eigentlich jetzt haben. Gut. Das heißt, das Titan kann ich gleich die Route einstellen. Titan. Löschen. Und die andere Route müsst ihr auch gleich haben. Bestätigt. Gut gemacht. Wir werden Sie bei künftigen Aufträgen in Betracht ziehen. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. 3000 Energie, wollte mir jetzt trollen. Koordinaten bestätigt. Oh Mann.
Okay, jetzt sieht es so nicht aus. Aber wir müssen hier auf den Mond, von daher. Sie hier weitere Kolonien gründen. Das sind sichere Zwischenstationen für unsere Konvois. Außerdem können Sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Ich bin leider zu brain dead heute, tut mir leid. Energie. Und was will ich ja noch bauen, noch holen oder haben. Ach so, das Projekt, oh Gott. Die Route mit den Chips können wir dementsprechend auch einstellen. Hey. Und dann lassen wir das Fahrzeug mal abliefern. Na komm. Deine Arbeit hat einige interessante Datenbewegungen verursacht. Danke. Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Herausforderung nennst du das, ja? Naja. Kann nicht allen helfen. Gut. Was gerade machen wir noch? Also Energie nochmal ausbauen, genau. Um einfach eine gewisse Reserve zu haben. Energie. Wir haben so 4000 auf 6000. Jo. Verarbeite Informationen. Damit haben wir auch das geschafft. Ganz allein nach oben gekommen, was? Schau mal in meinem Hafen vorbei. Da gibt es immer wieder lukrative Aufträge. Wenn du deine Willkommen bei Nick. Einen solchen Deal würde ich niemals ablehnen. Gut, das ist soweit das hier. Wir haben es fast geschafft von den Einwohnern her. Ich überlege die Straßen etwas weiter zu bauen, aber das sieht dann echt schlimm aus. Hier können wir noch Upgrades verteilen. Transferroute ineffizient. Ursache? Gut, das ist auch was ich nie irgendwie gewöhnen werde. Es mag seinen Charme haben hier in 2205, aber im Endeffekt endet es halt immer in Massenproduktion.
so viel dazu. Sonst ist alles ausreichend vorhanden. Jo, gut. Zweite Stufe aufstellen lassen, genau. Na, ja, noch erst die Reste von der ersten Stufe. So. Ich hasse das. Wenn es wirklich so losgeht, dass man die Gebäude kaum noch unterscheiden kann, von was was ist. Wenn man halt nicht alle auf einmal aufsteigen lassen kann, das ist grauenvoll. Okay, die Ecke hier. Und hier fangen wir an. Was fehlt uns denn? Androiden. Die müssten hier irgendwo sein. Hey, neue Firmenstufe, cool. Oh, da, genau. Da haben wir eine zweite Fabrik irgendwo stehen. Wo steht die? Oh. Komplett woanders zum Klick. Yay. Ja, ich kann hier eine Straße ran, gut. Ist ja nur zum Glück nicht irgendwie blöd oder so. So braten die. Ach, die hier und die hier. Okay, das geht sich genau aus. Glück gehabt. Du bist am richtigen Ort. Nick hat alles, was du brauchst. Dann haben wir einen Deal. Der Typ verkauft ganz gut. Eine ziemlich gute Überproduktion. Okay. Der Zelt ist auch bald um. Ich denke mal, ich werde das Intro drinnen lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Auffrischung desselbigen. Gut, die Zeit hier läuft noch. Wie sieht's hier aus? Im Unternehmen sollten nie die Aufgaben. Das haben wir. Ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Ist okay. Unser Vertrauen in Sie hat sich als gerechtfertigt erwiesen. Sie sind da. Gut. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Projekt? Oh nein. Nicht schon wieder. Gut, das mache ich jetzt garantiert nicht mehr. Aber was ich eigentlich machen wollte, was ich jetzt auch machen werde, ist das Ding da unten einzukaufen. Schwerkraftkompensatoren sind runtergegangen. Titan ist hoch. Biopolymere sind hoch, Neuroimplantate sind hoch. Ui, Neuroimplantate verkaufen sich gut. Aber es ist halt nichts, was die 50.000 Credits. Ja, 400.000, okay, das ist ein günstiges. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen. Weil hier können wir die ganzen Minen, wie gesagt, bauen und die ganze Produktion ausbauen. Das ist natürlich nice.
Vor allem Fische und Fische und Dinge können wir vor allem sehr gut brauchen. Dingens. Na. Oh Mann, wie hießen die Dinger? Keine Ahnung mehr. Danach schon. Das war die Zeit, yep. Pharmazeutika. Stimulantien, Verzeihung. Weil mit Stimulantien könnten wir unsere Aufgaben in der Tundra fortsetzen. Das heißt, ihr wisst, was ihr nächstes Mal erwartet. Wir bauen in der Tundra weiter. Ich hätte das eigentlich doppelt gebaut hier. Davon habe ich keinen Sinn oder keinen Nutzen. Weil kann ich hier noch Häuser dazu bauen. Gut. Zur Not kann ich da unten jetzt auch Bergwerke benutzen. Gut, das heißt, ich kann nächstes Mal in die in der Tundra weitermachen. Und das war's für heute, liebe Leute. Ich suche mir noch einen schönen Spot irgendwo. Wohl Arktis passt auch eigentlich. Vielleicht noch diese unbesiedelte Insel. Postkartenansicht. Ups. So sieht doch nice aus, oder? Wenn hier von. Ups. Vorsichtig. So, von hier auf dem Raumhaufen sieht es auch nicht schlecht aus. So, genau. Oder? Ja, das sieht man am Thumbnail sowieso nicht, aber so. Gut, das heißt, ich bedanke mich bei euch aufs Herzlichste fürs Zusehen, wünsche euch eine wunderbare gute Zeit, habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn in alter Frische, und dann geht's auch in der Tundra weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao.